Hallihallöchen, Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Und heute schauen wir uns das Video an. Helga Marianne wird Influencerin. Krass, mal gucken, wie sie sich schlägt. Let's go rein, lass einen Daumen hoch da. Ab geht's. Jada, jada, jada. Bist du da, Helga? Ja, was denn los? Ich habe eine tolle Idee. Marianne, ich habe dir schon mal gesagt, dass du als Andrea Berchtubel nicht das nötige Aussehen. Nein, Helga. Ah, ich muss auch schon sagen, Ähnlichkeit ist schon da auf jeden Fall. Also das ist ja Marianne. Nehmen wir jetzt Andrea Berg anschauen. Übrigens eine Schlagersängerin, die auch schon ja, ein bisschen älter ist, glaube ich so. Was ist, oh Gott, was sasse Bilder hier plötzlich sind. Sehr sass. Okay, zustimmen. Das ist Andrea Berg zum Beispiel hier. Sie hier. Ich denke, Ähnlichkeit ist schon da so ein bisschen, oder? So ein bisschen, oder? Helga, was ganz anderes. Ja, was denn? Da kommst du nie drauf. Ja, nun hör mir auf mit dem Rätselgedüns. Ich mach so was nicht haben. Sag mir mal, was Sache ist. Ich werd Influencerin. Was? Gar nicht gewusst. Sie wird Influencer. Ach so, ist ja voll der Plot-Twist. Ey, im Titel stand nicht, sie wird Influencerin, aber ich hab's gar nicht gerecht damit gerade, dass sie Influencerin wird. Aber sind sie nicht eigentlich schon Ex-Influencer? Die machen doch schon Videos und so auf TikTok und so. Diese Pause, ey, geil. Warst du damit mal beim Arzt, oder? Was? Influencer geht rum, das liegt am Wetter. Helga, Influencerin, das im Internet. Das ist ein Virus, ich sag's dir. So, nun aber. Jetzt mal im Ernst, das ist doch ein Scherz von dir. Aber wieso denn? Mein Enkel Johannes hat mir das mit der Technik schon alles beigebracht. Und das hast du verstanden? Nee. So. Immer so. Wenn Oma ein Problem hat mit irgendwie Handy oder sowas, erkläre ich ihr das immer. Und dann sagt sie so, dann hat sie irgendwann Wochen später dasselbe Problem wieder, dasselbe wieder. Mein Opa mit seinem PC. Ich sage ihm, was er machen muss, damit das Problem nicht auftritt. Oder dass das nicht mehr passiert, was passiert ist. Und er macht es trotzdem wieder und er weiß, wie es rückgängig geht. Dann muss ich es ihm wieder zeigen, wieder erklären. Es sind immer dieselben Probleme halt, ne? Das dreht sich ein bisschen so alles im Kreis. Aber ich glaube, die können das nicht so wahrhaben. Ich glaube, wenn wir älter sind, oder wenn ich älter bin, ihr braucht noch ein bisschen dafür, dann werde ich auch manche Sachen nicht verstehen, die meine Kinder mir wieder erklären müssen. Also es ist so ein Technikkreisel. Aber wo ich glaube, dass ich technisch schon sehr affin bin und ich glaube auch mit 80 mich da reinfuchsen noch kann. Länger brauche ich dafür vielleicht. Aber ja, bei welchen anderen Dingen bin ich vielleicht eher hinterher. Wenn es ums Fleisch kaufen geht im Supermarkt. Insider, okay, weiter geht's. Marianne, wir sind doch aus dem Alter raus. Weißt du, was so Influencer für Geld verdienen? Viel zu viel. Ist so. Damit kann ich uns auf Pellworm ins Ritz-Carlton einbuchen. Haben die das doch? Wieso denn nicht? Und damit willst du unseren Urlaub finanzieren? Natürlich. Ja. Komm, ich mach meinen ersten Snap. Was machst du? Meinen ersten Snap? Kann man durch Snap Reichweite aufbauen? Durch Snapchat? Werden die Snaps einem anderen Leuten vorgeschlagen? Ich kenne Snapchat nur, dass du war irgendwie. Ich hab das einmal gehabt, dann wieder gelöscht, weiß ich nicht. Kannst deinen Freunden irgendwas schicken. So, und dann so Insta-Stories halt, aber nicht Insta-Stories. Snap war vor Insta-Story da, das weiß ich. Aber wie kannst du dadurch Reichweite aufbauen? Wie kannst du Snap? Gibt es Leute, die sind hauptberuflich Snapper? Nee. Snap, so heißt das auf Instagram. Ich will doch nicht mit drauf sein. Nee, Snap ist nicht Instagram. Hä, nein, falsch. Nein. Hey, Gott. Ich verklag dich. Dann halt hey, nur God. Ich. Was ist denn dein Thema? Was? Influencer reden doch immer über so irgend so ein Blödsinn. Kinderserien zum Beispiel. Hi, ich bin Brody. Ich bin alt und gucke mir Kinderserien an und sag dazu ewig lang viel Text und keinen Juckts. Und du musst Werbung machen. Was muss ich? Werbung. Influencer machen immer Werbung. Aber das Komm, mach einfach. Hallo, liebe Werbepartner. Wenn ihr Werbung wollt, dann schreibt mich gerne an. Meine Mailadresse ist hier eingeblendet. Mal und dann können wir sehen, was dabei rumkommt. Hallo, meine lieben Follower. Folgt mir auf Instagram. Am besten das auch sagen in der Insta-Story. Folgt auf Instagram. Perfekt. So. Das ist nicht dein Ernst. War nicht gut? Wer ist denn bitteschön so blöd und folgt dir nach so einem langweiligen und einfallslosen... Schon drei neue Follower. Unfassbar. Ich mach noch eins. Marianne. Was? Du musst auch mal irgendwas Spannendes machen. Soll ich mir Ausschnitt zeigen, Helga? Ja. Nee. Also ja. Ich mach noch eins. Oh, okay, Helga. Was ist da los? So. Wieso will ich schon lachen?
Du musst dir vorher. Ja, ja, ich weiß, ich muss mir vorher. Manchmal, also meistens bei mir so, wenn ich das Deutsch mache, ich weiß, was ich sagen will, inhaltlich. Aber wie ich sage, ist dann komplett Freestyle. Ich sage mich vor einen Text, sage genau, suchst die Kamera halten, so muss es sein, blablabla. Ja, meistens so, okay, das will ich sagen. Ja, Leute, willkommen. Heute werde ich auf jeden Fall ein Video hochladen und ja. Keine Ahnung, so sieht meine Storys immer aus. Es könnte wirklich gerade eine Insta-Story gewesen sein von mir. 1:1 so gerade. Ich muss vorher mir überlegen, was ich will. Musst du dir schon mal vorher Gedanken machen? Gar nicht so einfach, so zu influenzen. Sag mal so, hier ist die Moriani. Das ist mein Kanal. Hier seht ihr immer alles so aus meinem Leben. So, mach das so, jetzt mach das so, los, mach das so. Das wird zu viel Text. Also bitte. Das kann ich mir nicht mehr. Dann mach Werbung. Aber wofür? Dann mach Werbung. Die wissen, wie es abläuft. Es sind die Leute, die auch mal sagen, yo, Influencer sein ist doch so ein easy Job, ist doch voll, kann man doch easy etwas so machen. Kann jeder machen, ist doch keine Kunst. Macht man einen richtigen Job, ja. Aber wenn es darum geht, mal selbst Influencer zu machen, ja, dann... Es könnte jeder Influencer werden. Keiner sagt dir, dass du Bauarbeiter auf dem Bau sein musst. Jeder kann dir sagen, du kannst Influencer werden. Hat keiner die verboten, es zu machen. Wenn du sagst, es ist so einfach und keine richtige Arbeit, dann, wenn du dich beschwerst, mach's doch einfach auch so. Wenn es für dich so easy ist, dann machst du einfach. Mach, jetzt los. Jetzt ist so einer zu Hause, der so Bauarbeiter sagt so, okay, jetzt mach ich's. Wer denn? Hier, für den. Wie heißt er? Fresh Torben. Für seine Live-Shows? Genau, da sind doch jetzt neue Fresh Termine. Torben. Auch in Süddeutschland und so weiter. Kann Helga nicht lesen, wenn unten links steht's ja schon, wie er heißt. Also, unangenehm. Okay, ich versuch mal. Konzentrier dich. So. Und los. Hallo, ich bin Fresh Torben. Ich, Moriane, gleich nicht. Gib mir mal das Handy her. Und dann zeige ich dir mal, wie das geht. Aber bitte nicht so, So, ihr Kackbratzen. Fresh Torben ist auf Live-Tour und hat neue Termine auch in Süddeutschland. Ah, okay. Werbung für seine Tour. Okay, verstehe. Leider ist halt kein Ort so nah von mir. Also irgendwie hat Torge was gegen mich. Nee, und ja, wahrscheinlich nur gegen mich. Aber nix ist meiner Nähe. Nix. Wo sind Brunsbüttel? Weiß ich nicht. Aber ja, es hat schon Shows gehabt, glaube ich sogar schon. Aber ich glaube, nicht mal hat er Frankfurt auch gehabt, weiß ich gar nicht. Na, weil die Tickets waren eh so schnell weg. Kannst nicht gucken. Deswegen, Leute, holt euch die Torgeschau-Tickets. Ist lustig. Guckt es euch an. Na? Link bei Torge im Video. Link von Videos unter dem Video. In Osten, Schweiz, Österreich. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Termine seht ihr hier auch alle. So, wir freuen uns auf euch. Kommt mal vorbei. Liebe Grüße, Moke, Dad, Helga und Moriane. Tschüss. Wieso kannst du das so gut? Ach, ich hab da... Was? 97 hab ich da morgen Influencer kurz gemacht. Ja! 97? Ja, da gab's auch schon Influencer, ja. 90? Ja, ja. Aber da gab's doch noch gar kein Influencer. Ist ja auch egal. Also sichert euch jetzt die Tickets. Hier ist nochmal die Adresse und den Link findet ihr in der Videobeschreibung. So, feier ab jetzt hier. Kannst du mir das mal bei... Genau, wenn ihr schon mal im Internet seid und E-Mail-Adressen, also Website-Adressen angibt, könnt ihr sehr gerne mal auf den brodyshop.de gehen oder aufs brodybuch.de, denn da habe ich gehört, gibt es auch sehr coole Sachen. Habe ich gehört, aber können wir abchecken, oder? Aber zuerst guckt Talk Show. Beibringen, wie man Influenz. Moriane, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Süßkartoffeln mit Sauercreme. Kann ich nicht. Da hatte ich mal auf dem Feuerwehrball eine ganz schlechte Erfahrung mit der... Das kann doch alles wieder Sauerkrieg weglassen, sag ich mal. Krieg bakterielle Vaginose. Aber wie schon mal Helga sagt, ey, du kannst weglassen und so, bla bla, kannst du gerne mit essen und so. Ne? Also, scheinbar willst du doch irgendwie wissen, dass sie kommt. Ja, dein gute Best. Was kriegt sie, Vagi? Was habe ich gerade da gehört? Wieder. Erfahrung mit der. Das kann doch alles wieder Sauerkrieg weglassen, sag ich mal. Krieg bakterielle Vaginose von. Ja, dein gute Besserung. Ja. Bakterielle Vaginose. Dinge, die ich nicht unbedingt haben möchte jetzt. Also, weiß nicht, ob ich die Krieg kriegen kann, aber... ja. Lasst ein Like da. Ciao. Yo, ich bin ein Profi. Die Profi nur mit B, so wie Brody. Und ich mach mal wieder Musik. Ist ja nicht so, als hätte ich's schon gemacht. Denn yo.